Felix, komm, das ist ja nur für ein paar Tage. Nur so lange, bis der Bürgermeister völlig überzeugt ist. Ja, ja, richtig aus. Ja, gut, bis dann. Felix macht sich Sorgen um Elisabeth. Das verstehe ich. Tanja, das Zimmermädchen, hat mir gestern die Hölle heiß gemacht. Sie hat mir gesagt, ich sei ein Playboy, der die Frauen wechselt wie die Hemden. Oh je. Elisabeth musste sich was Ähnliches anhören über dich von ihrem Schwager. Das hat sie fürchterlich mitgenommen. Ja, hoffentlich ist das alles bald vorbei. Elisabeth sollte sich für die nächste Zeit eine neue Bleibe suchen, sonst werden die Leute misstrauisch. Hallo, ihr zwei. Es gibt Neuigkeiten. Im Hotel glauben alle, ihr seid ein Paar. Oh, das spricht sich aber schnell rum. Bereut ihr es schon? Es fällt uns nicht ganz leicht, aber wir ziehen das durch. Sind wir nicht ein schönes Paar? Hast du kurz Zeit? Komm rein. Du hast Miriam nie vergessen, stimmt's? Keine einzige Sekunde. Weiß ich nicht, kann schon sein. Aber du wirst sie nie bekommen. Richtig. Und das mit uns, war das denn gar nichts? Victoria, warum machst du es dir so schwer? Weil ich spüre, dass da noch was ist. Ja, aber leider nicht genug. Ja, weil du Sturkopf nicht loslassen konntest. Aber wenn wir nochmal von vorne anfangen, ohne Miriam, denk doch mal an die schönen Momente. Hör auf, wie viel wir lass es bitte. Aber warum? Du kannst doch nicht dein Leben lang einem Phantom nachtrauern. Bitte. Warum? Warum quälst du dich so sehr? Warum? Empfindest du denn gar nichts mehr für mich? Es hat keinen Zweck mit uns. Zwischen dir und mir, da war nie was. Ich habe dich nie wirklich geliebt und das wird sich auch nicht ändern, egal was du anstellst, okay? Ich lebe mein Leben und du lebst dein Leben. Ich werde das Lob an die Küche weiterleiten. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Töchterchen? Was ist passiert? Hey. Robert! Warum habe ich nicht schon früher gemerkt, dass er so herzlos ist? Das konntest du doch nicht wissen. Aber ich hätte mehr hinsehen müssen. Ich weiß doch, wie weh das tut. Hey, für Tränen ist er doch gar nicht wert. Er hat mich nie geliebt. Nicht einen einzigen Tag hat er mich geliebt. Er hat mir die ganze Zeit nur was vorgespielt. Das hat er gesagt? Ich war für ihn nur ein Ersatz, Miriam. Und ich bin auch noch so blöd und renn zu ihm und bettel um eine neue. Weißt du, wie demütigend das ist? Komm. Ja, mach's dann. Weiß ich Bescheid, dann ist alles klar. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ihnen auch. Servus, Max. Ah, Herr Pachmeier, das ist ja gut, dass ich Sie treffe. Was gibt's? Ich hab wenig Zeit.
Schade, dass unser nettes Frühstück so ein abruptes Ende gefunden hat, gell? Das hätte man uns ja gleich denken können. Ja, freilich. Wenn zwei so temperamentvolle Charaktere wie Sie und die Hildegard aufeinandertreffen, dann scheppert schon einmal. Aber ihr seid euch eigentlich im Grund ziemlich ähnlich. So, wenn's meiner. Wissen Sie, die Hildegard, die wird immer besonders energisch, wenn sie jemanden mag. Ach so? Also, Sie dürfen diesen Ausbruch keinesfalls missverstehen. Also wenn das schon so zwider ist, wenn sie einen mag, dann möchte ich nicht wissen, wie das ist, wenn sie einen noch mehr mag. So eine Frau bringt einen ins Grab, Herr Sonnbichler. Ja, das mag schon sein, aber vorher hat man viel Freude, Herr Bürgermeister. Hey, Vorsicht! Bist du jetzt zufrieden? Victoria leidet wie ein Hund. Ich wollte Victoria nicht wehtun, dafür respektiere ich sie viel zu sehr. Respekt, spar dir den Mist. Hör zu, komm wieder runter, okay? Victoria war immer nur Mittel zum Zweck für dich. Ah ja, Sie haben recht, Super-Agent-Restaurantleiter Robert und sein großer Geheimplan. Du wolltest Miriam mit Victoria eifersüchtig machen. Du wiederholst, was du nicht sagst. Sag mal, reicht es nicht, dass du dich von ihr getrennt hast? Musst du ihr auch noch unter die Nase reiben, dass du nie was für sie empfunden hast? Das musste ich tun. Ich hätte Victoria noch viel mehr wehgetan, wenn ich ihr Grund zur falschen Hoffnung gegeben hätte. Du Idiot! Du hast doch eine Macke, dir sollte wirklich mal jemand die Flügel stutzen. Ach ja, und wer soll das bitte tun? Du? Wie niedlich. Vorsicht. Hör zu, wenn du dich schlagen willst, musst du noch ein bisschen trainieren, Felix. Ich werde noch nicht fertig mit dir. Ja, das sagt ausgerechnet der Typ, der mit seiner Spielsucht seine Frau in den Ruin getrieben hat. Wenn hier einer spielt, dann bist du das. Interessante These. Ja, ich habe um Geld gezockt, aber du spielst mit den Gefühlen von Menschen. Bist du fertig? Ich bin froh, dass Miriam das so früh begriffen hat. Ja, was du nicht sagst. Und das wollte ich dir eigentlich nie sagen, aber Miriam bereut es, dass ich so lange mit dir ausgehalten habe. Hat sie das gesagt? Ja, kann sein. Du lehnst dich gerade ziemlich weit aus dem Fenster. Es ist vorbei, du hast das noch nicht begriffen, du hast es nicht kapiert. Du hast noch etwas nicht begriffen, sie liebt mich immer noch. Träum weiter. Ach ja? Dann fragst du doch mal, was im Stall gewesen ist.